Hey ho, Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mass Effect Andromeda. Ja, ich habe ein bisschen recherchiert, was diese ganzen Symbole bedeuten. Also, die vier Grundsymbole wissen wir ja. Das Herz ist ja emotional, dieses Zahnrad ist eher logisch, pragmatisch. Der Kreisel, was wir gerade nicht sehen, ist einfach ein bisschen frecher und ein bisschen sorgloser. Und das eckige Kreiselgedöns ist professionell und zielgestrebig. So, und das hier ist wirklich ein Herz, was quasi, diese Optionen sind quasi dafür da, um dem anderen gegenüber hier näher zu kommen. Eine Liebschaft einzugehen. Wenn man das einmal nimmt, heißt das nicht, dass man gleich mit dem zusammen ist oder gleich eine Liebesbeziehung eingeht. Aber dadurch kann man quasi in die Richtung steuern, wenn man das denn wollen würde. Man kann mit jedem hier anscheinend eine Beziehung eingehen. Ob da, und zwar alles. Heterosexuell, homosexuell, alles ist hier möglich in dem Spiel. Da gibt es keine Grenzen. Und auch unter den Rassen gibt es da keine Grenzen, wie wir vorher schon gesehen haben. Oder besser in der letzten Folge, besser gesagt. Aber es gibt auch noch andere Symbole, wie so zwei Menschen, die so nebeneinander stehen. Das ist besser gesagt dafür, dass man Freundschaft aufbaut. Und nein, ich werde mit ihm keine Liebschaft anfangen. Ich hatte gehofft, eine Karriere in der Allianz würde für mich Abenteuer und Entdeckungen bedeuten. Aber daraus wurde nichts. Hier hingegen ist alles neu. Und ich will alles sehen. Idealismus, selten. Alle anderen sind nur zynisch. Zurück zu Ihnen, Costa. Wieso sind Sie hier? Ich würde gerne sagen, ich laufe vor meiner Vergangenheit weg, aber eigentlich nur vor mir selbst. Das wäre eine tolle Story. Aber es ist Blödsinn. Ich hatte meine Familie, Freunde, einen ordentlichen Job. Alles lief gut. Dann habe ich von der Initiative gehört und an sie geglaubt. Ich habe an einen Neubeginn geglaubt. Und das tue ich immer noch. Ich muss es einfach. Es gibt kein Zurück. Das setzt uns alle unter Druck. Wir könnten den Kurs ändern. Nein. Wenn alles hier schief geht, könnte die Reise umsonst gewesen sein. Ich weiß, warum ich hier bin und ein holpriger Beginn ändert nichts daran. Das lasse ich nicht zu. Ich konzentriere mich auf das Wesentliche, Sie und das Team. Pathfinder findet Planeten und damit eine Heimat. Sie haben Ihren Teil im Griff, Sie schaffen das. Und ich versuche mich um den Rest zu kümmern. Sehr geil. Aber warum trinkt der Bier aus dem Becher? Nein, nein, es gibt so Sachen, die gehen nicht. Aha. Geil, dass wir jetzt wirklich hier so eine Ecke haben. Finde ich irgendwie sympathisch, ich weiß auch nicht. Aber stand die nicht schon länger da? Letztens, wie wir hier rumgegangen sind, stand doch die Couch auch schon da, oder? Die war doch nicht neu hier, die stand doch beim letzten Mal schon da, oder? Die hat er doch nicht jetzt erst hergerückt. Oder irre ich mich da, aber letztes Mal war die doch auch schon da. Ich brauch mich verarschen. Hier ist ein Lift. Na, rufen wir mal den Lift. Und dann benutzen wir den Lift, oder besser den Aufzug. Dann fahren wir mal ein Stückchen höher. Wir werden auf jeden Fall nicht von diesem Schiff gehen, bevor wir wirklich alles hier haben. Weil wir alles mitgenommen haben. So, hier ist die Tempest. Was ist das hier? Das ist so ein Frachtendings. Ja, sieht so aus. Dann könnten wir runtergehen. Hier sind wir in dem Raum hier wieder. Oder waren wir hier schon? Ich weiß es nicht. Mann. Nee, da oben waren wir. Da oben haben wir, glaube ich, gestartet vorher, ne? Ja, da oben haben wir gestartet, alles klar. Das würde, wir sind gerade im Kreis gelaufen. Alles klar, okay. Achso, hier öffnet er ja nicht mal. Mann! Ich bin am Struggeln. Wo muss ich hin? Wo sind die Leute? Sehe ich das auf der Karte? Hier ist der eine komische Raum, wo wir das ganze Zeug verbessern hätten können. Hier vorne geht's zur Brücke. Ja, hier vorne geht's zur Brücke und zu unserem Quartier. In unserem Quartier wird hoffentlich noch niemand sein. Wo geht's denn hier? Nett haben Sie's hier. Saubere Luft, Pflanzen. Das hilft mir beim Denken. Beschäftigt Sie etwas? Vielleicht. Wow. Was zum Teufel war das? Ich kenne diesen Blick. Das ist nur die Reaktion meiner Biotik auf das alles. Normalerweise passiert mir das nicht. Eine Jägerin sollte sich besser unter Kontrolle haben. Eine Jägerin? Ein anderes Wort für eine Asari-Elite-Soldatin. Ich war eine, vor der Initiative. Manche Dinge wirst du einfach nicht los. Wie den Verlust des alten Mannes. Sie waren eine Asari-Elite-Soldatin? Du bist keine Asari! Wie kommt eine menschliche Soldatin zu den Asari? Denke ich mir auch. Wenn sie beweisen, dass ihre Biotik einen Truppentransporter in Stücke reißen kann, werden die Leute nervös. Komisch eigentlich. Die Allianz hat mich dann rasch zu einem speziesübergreifenden militärischen Programm versetzt. Nach Tessia, zu einer Jägerinneneinheit. Einer der wenigen Orte, wo meine Kräfte willkommen waren. Ihr Vater hat einen weiteren geschaffen.
Sie waren seine Stellvertreterin. Waren Sie auch Freunde? Er war eher ein Mentor als ein Freund. Klar, er war ein mürrischer alter Bastard, aber damit konnte ich leben. Die Leute behandeln Genies, als wären sie aus Glas. Mir war egal, wie klug er war. Und ich glaube, das hat ihm gefallen. Ja. Ich bin auch noch da, wir können reden. Ja, wenn sie irgendwas zu besprechen hat, wir haben immer ein offenes Ohr. Ich weiß, es ist nicht dasselbe, aber ich kann ziemlich gut zuhören. Ich hoffe, als Pathfinder sind sie ebenso gut. Ich habe mich als rechte Hand ihres Vaters jahrelang vorbereitet. Und dann wählt er sie aus. Ein untrainierter Pathfinder soll so ein Chaos in Ordnung bringen. Was zum Teufel hat er sich dabei gedacht? Wird das ein Problem, Cora? Ich will keine Konkurrenz. Nur Antworten. Es ist, wie es ist. Das Beste, was ich jetzt tun kann, ist, ihnen zur Seite zu stehen und die Mission ihres Vaters am Leben zu erhalten. Vielleicht bekommen wir dann alle das, weshalb wir hergekommen sind. Ja, ihr habt schon wieder so eine krasse Herzoption. Nein, das wäre zu riskant, jetzt schon einen Flirt einzugehen. Die ist gerade so mürrisch und ich glaube, da könnte noch was Ernstes passieren. Wenn ich ganz so, gerade so drüber nachdenke. Was hat sie nach Andromeda geführt? Meine Biotik. Dass ich denke wie eine Asari-Jägerin. Ich hatte nie ein Zuhause. Ich war nie mehr als ein nützlicher Freak. Die Initiative machte den Eindruck, anders zu sein. Und sie wird anders sein, falls diese Mission Erfolg hat. Also werde ich dafür sorgen. Hier ist es schön ruhig. Und ich kann mich um die Pflanzen kümmern, während ich arbeite. Als erstes müssen wir rausfinden, ob es Neuigkeiten über die Arche der Asari gibt. Ihr Wissen würde uns definitiv weiterhelfen. Wenn Sie reden wollen, ich bin hier. Alles klar, meine liebe Cora. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob da noch ein Problem auf uns zukommen würde. Sie sind wieder zurück? Nein. Das werden wir uns nicht alles anhören. Wir sehen uns später, Cora. Wir können später nochmal vorbeigucken und ein bisschen tratschen. Ich werde hier sein. Ja, auf jeden Fall. Wo ist denn diese Rettungskapsel? Pibi fehlt noch und Drax würde noch fehlen, rein theoretisch. Hier geht's hoch. Dann sollte rein theoretisch... Hier dürfte nichts mehr sein, rein theoretisch. Wo ist denn die Rettungskapsel und wo ist die Küche? Uns fehlt noch Drax und uns fehlt noch, Pibi. Die sollten doch auch nicht noch irgendwo am Schiff rumlungern, oder wenn nicht. Jetzt müssen wir, glaube ich, wieder nach unten, wenn ich ganz irre. Weil hier vorne dürfte eigentlich rein theoretisch nichts mehr sein, oder? Hier ist nur die Brücke, ne? Ja, hier ist nur die Brücke. Wo, hier auf der Seite? Was ist das denn? Das sieht verdammt gut aus gerade. Was ist das hier? Achso, das ist das hier. Nee, brauchen wir nicht. Nein, brauchen wir nicht. Danke. Ist hier die Rettungskapsel? Das sieht so rettungskapselmäßig aus. Hier dürfen wir nicht weiter. Alles klar, danke dir. Vielleicht wird da noch irgendwer jemand wohnen, der später kommt. Sie richten sich hier ein? Ja, ich gehe die Sachen aus diesem Gewölbe durch. Wenn ich es schaffe, diese Datenspeicherbox zu knacken, wird sie mir bei einem persönlichen Projekt auf der Nexus weiterhelfen. Das hier ist ein netter, abgelegener Ort, an dem ich in Ruhe vor mich hin basteln kann. Und schlafen kann ich überall. Es ist nicht gerade heimelig, aber genau das gefällt mir. Ich suche nicht nach einem Zuhause. Oh, aber ich werde Ihnen helfen, ein Zuhause für alle anderen zu finden. Zumindest solange ich bei Ihnen bin. Sie ist sehr auf Achse, muss ich schon sagen. Mach doch mal ein bisschen langsamer, Mädel. Macht Ihr Gehirn je eine Verschnaufpause? Sorry, nein, nicht wirklich. Selbst meine Träume laufen im Zeitraffer ab. Ich verstehe, Sie wollen wissen, wer auf Ihrem Schiff ist. Also sind Sie hier, um rauszufinden, wie ich ticke, richtig? Ja, sowas in der Art. Okay, ich wurde in einer Blockhütte im ländlichen Teil von Haitiana geboren. Ich hatte einfache, aber liebevolle Eltern, die versuchten... Ich blicke nicht zurück, sondern nach vorne, Ryder. Warum also sollten wir uns durch meine Lebensgeschichte quälen? Sie können mich da draußen kennenlernen, während wir die Geheimnisse der Galaxie lüften. Deshalb bin ich nämlich hier. Ich war es leid, zu Hause vor mich hinzugähnen. Du bist sehr motiviert, ne? Aber ich muss schon sagen, bei Pibi würde ich versuchen. Man ist einfach so deep, ne? Im Moment zieht es mich am meisten zu Cora und Pibi. Just for fun. Ich versuch's einfach. Wir kriegen wahrscheinlich einen Korb, aber ich mach's einfach. Es hat Ihnen also nicht gereicht, sich in der Milchstraße auf vollkommen Fremde zu stürzen?
Ich denke, auf sie würde ich mich überall stürzen. Oh, habe ich das gerade laut gesagt? Mit ihnen wird das Leben jedenfalls bestimmt nicht langweilig. Vielleicht muss ich ja nie wieder gähnen. Mann, was ist das passiert, Mann? Vielleicht hätten sie einfach nur mehr Schlaf gebraucht. Wir waren 600 Jahre außer Gefecht. Jemand Besonderes hat die Reise mit mir angetreten, ist dann aber völlig verändert wieder aufgewacht. Ich habe lange genug geschlafen. Ryder, die Milchstraße war so, da war ich schon, das habe ich schon gemacht. Und selbst wenn nicht, irgendjemand hatte es schon gemacht. Wenn es eines gibt, das sie über mich wissen sollten, dann, dass ich für das Unbekannte lebe. Für das noch nie Dagewesene. Hm. Das kaufe ich ihnen nicht ab. Einfach mal voll Hate. Ja, mehr muss ich nicht wissen. Ich sag jetzt nicht, ich klatsche jetzt nicht irgendwas ins Gesicht, was gerade falsch klang, aber egal. Mehr muss ich nicht wissen. Okay. Sie können sich gratulieren. Niemand hat meine Versuche, ihn kennenzulernen, jemals so erfolgreich vereitelt wie Sie. Ja, ich bin die Beste! Spendieren Sie mir irgendwann mal einen Drink. Wer weiß, was dann alles aus meinem Mund kommt. Andererseits, ich brauche Reliktschrott, Rel-Tec, wie ich ihn nenne, für Projekte wie das, von dem ich gesprochen hatte und das Sie nebenbei bemerkt absolut lieben werden. Wenn Sie mir versprechen, mir alles zu bringen, was Sie erbeuten, beantworte ich Ihnen alle Ihre Fragen. Rel-Tec, hä? Einverstanden. Alles klar, Pibi. Mann. Uiuiui. Dann fehlt jetzt wirklich nur noch Drax, ne? Dann sind wir fertig hier auf dem Schiff. Wo ist die Küche? Ne, ohne Scheiß. Ich bin jetzt schon das ganze Schiff durchgegangen. Wo ist die Küche? Warte, da gibt's doch bestimmt so eine schöne Sache, die nennt sich Karte. Warte mal, kann man das auf der Karte vielleicht irgendwo sehen? Hier vorne ist... kennen wir schon. Hier ist Pibi. Hier ist Cora. Hier hinten ist Gil. Oben ist gar keiner. Unten. Hier ist Sam. Bei Sam haben wir auch noch nicht. Drag. Neben unserer Kabine, alles klar. Hier vorne ist Lexi. Bei Lexi waren wir auch noch nicht, oder? Waren wir bei Lexi schon? Das ist die Kommandobrücke. Wo sind wir hier genau? Das ist die Kommandobrücke. Ja, das ist die Kommandobrücke. Das ist die Kabine von Drag. Sollte hier unten gleich sein. Hier in dieser Tür da unten. Ich sehe die Tür schon. Kannst du bitte die Leiter runterklingeln, mein lieber Ryder? Dankeschön. Wollen wir mal gucken. Lexi, wer war nochmal Lexi? Drag sollte auf jeden Fall hier sein. Mach dem Pathfinder nicht zu viel Ärger. Ach, Rushan. Mit wem haben Sie geredet? Cash, Nexus-Stationsleiterin. Sie glaubt, sie kann mich rumkommandieren, nur weil sie meine Enkelin ist. Wir mögen hier Ärger. Kein Ärger klingt perfekt. Ach komm, scheiß drauf. Willkommen auf der Tempest. Ärger ist unser Geschäft. Mir gefällt, wie Sie denken, Kleiner. Irgendwo ist mal jemand zusammengezuckt, als ich das gesagt habe. Vermutlich Tan. Verdammte Politiker. Ist das alles, was Sie mitgebracht haben? Wenn die Vorräte knapp sind und man auf sich allein gestellt ist, lernt man, mit wenig auszukommen. Ja. Mit Drax gibt's jetzt ausnahmsweise mal keine Romantik-Option. Wollen Kogana nicht, oder wie ist das? Es war bestimmt keine einfache Entscheidung, die Nexus zu verlassen. Doch, eigentlich schon. Weil es unmöglich war, weiter dort zu bleiben. Nach der Meuterei hatten wir die Wahl, vor Tan zu kuschen oder unsere eigene Kolonie zu gründen. Die Entscheidung war einfach, trotz der Konsequenzen. Was ist mit Cash? Nicht alle Kroganer haben die Nexus verlassen. Ihre Enkelin ist geblieben. Ja, zum Glück. Ohne meine Rushan gäbe es vermutlich gar keine Station mehr, an der sie mit ihrem Schiff anlegen könnten. Und was mich angeht, ich bin hier draußen deutlich besser aufgehoben. Hier gibt's wenigstens immer was, worauf ich schießen kann. Ich mag ihn. Ihr Volk steht an erster Stelle. Für mich hat die Sicherheit von Cash und der Kolonie oberste Priorität. Deshalb komme ich auch gerne mit und helfe dabei, diese Galaxie ein wenig einladender zu machen. Dagegen lässt sich nichts sagen. Geil, dann haben wir jetzt Drax auch schon und
Dann fehlt nur noch Lexi. Wer ist Lexi? Ohne Scheiß. War nicht Lexi hier gleich um die Ecke? Lexi sollte hier gleich um die Ecke gewesen sein. Ich darf hier nicht rein. Das sollte doch Lexi sein. Wie komme ich hier rein? Hä? Mit Drax komme ich nicht rein. Wie soll ich doch rein theoretisch durchkommen? Das ist die Krankenstation. Warum komme ich hier nicht rein, hä? Ach, jetzt ging's auf, oder was? Ach, das ist Lexi. Hä, ist sie nicht anders? Okay, hier ist anscheinend so. So, dann würde ich sagen, wo geht's denn hier raus? Wie können wir denn jetzt hier anlegen auf der Nexus? Karte. Das war doch... Wie lande ich? Wahrscheinlich... Aber er sagt, das denke ich mir, muss ich jetzt wahrscheinlich wieder hoch zur Sternenkarte und da ansteuern. Oh, können wir da drin noch was machen? Nee, ne? Hier ist nichts. Okay, passt. Ja. Dann würde ich sagen, wir gehen wieder hoch zur Sternenkarte. Von da aus werden wir wahrscheinlich auch bei der Nexus wieder anlegen können. So wie wir auf einem Planeten landen, glaube ich. Weil wir treiben immer noch im Auto Space quasi. Wenn ich das genau richtig sehe. So, wo ist denn nochmal die Konsole für die ganze Steuerung? Hier, yeah, sehr schön. Galaxiekarte. Finde ich geil, dass das aufklappt. Nein, wir wollen weg. Das ist ranzoomen, das ist wegzoomen. System an sich, bitte. So. Anomalie geortet. Clusterkarte, bitte. Wo ist die Hyperion? Wo ist die Nexus? Wo müssen wir hin? Wo ist die Nexus? Hä? Das ist... das ist ein System, das ist auch ein System. Das ist auch ein System. Wo ist verdammt nochmal die Nexus? Die war doch nicht hier in dem System, oder? Oder war die in dem System? Ich weiß nicht. Zoomen wir nochmal ran. Ich bin echt gerade echt im Struggle. Ja, ist mir klar, dass das Anomalien sind. Da will ich aber gerade nicht hin. Ich will da viel auf die Nexus zurück zuerst mal. Clusterkarte. Ach, gut, scheiße. Wir haben jetzt 10% Fortschritt im Helios-Cluster. Finde ich schön. Mhm. Hier ist die Nexus. Okay, fahren wir mal zur anderen Klasse, weil da steht irgendwas mit Nexus dabei. Vielleicht ist da ja die Nexus. Kann ja sein. Ich bin echt gerade aufgeschmissen im Spiel, was die Navigation angeht, ne? Die Sternenkarte, die ist ja noch geil gemacht, ne? Die ist ja übersichtlich. Aber die Karte auf dem Planeten, die ist einfach nur unübersichtlich und scheiße. Ah, bekanntes Territorium. Bekanntes Territorium klingt gut. Haben wir hier die Nexus irgendwo? Die Nexus ist seit Monaten hier, aber das hat nicht gereicht, um alles zu erkunden. Anomalie auf den Sensoren. Krass. So, dann wollen wir mal zur Nexus. Dann wollen wir mal landen und mal gucken. Wir müssen ja jetzt heute mit dem Commander Tan oder wie der noch sprechen. Dann haben wir noch diese komische Reporterin, die wir abklappern müssen. Und dann haben wir noch ein paar andere Sachen, die wir abklappern müssen. Denn, ja, es gibt so viel zu tun. Da haben wir die Nexus. Krass. Ein besserer Anfang, Aufgabeweg eines Helden und Alp-Kryobetrieb Vorteile. Und ich will auf jeden Fall bei der Schwester vorbeigucken. Wie docke ich ihn an? Andockbereich. Ja, ich will andocken. Ja, ich will von Bord auf Tempest gehen. Ja, wir docken hier an und gehen rein. Da sind wir. Das sieht aber schon krass aus. Ne? Die Weltraumanimationen sind einfach nur geil gemacht, muss ich schon sagen. Die waren aber auch in der alten Mass Effect Trilogie mega krass. Die Weltraumanimationen. Aber ich finde hier durch das ganze HD-Gedöns und so weiter ist das nochmal ein bisschen krasser. Auch wenn die Tempest natürlich nicht an die gute alte Norm in die rankommt, das ist natürlich logisch. Aber das sagt ja niemand. Ich verstehe sowieso nicht, dass so viele Leute die neue Mass Effect 3 so haten. Weil viele dachten ja, das ist ein Mass Effect 4, aber das ist es halt nicht. Deswegen waren viele beim Release so enttäuscht. Es ist halt kein Mass Effect 4, sondern wirklich eine komplett neue Reihe. Pathfinder, ist es wahr? Wir besiedeln EOS? Das haben wir schon mal gedacht. Aber bei EOS ist das jetzt was anderes. Stimmt's, Pathfinder? Jetzt beruhigen Sie sich mal. Geben Sie ihnen etwas Raum. Lieutenant Sajax, Kandros Adjutantin. Sie wollten sie alle sehen. Es herrscht wieder Hoffnung, ist eine Weile her. Das geht groß zum Feiern, ja! Entspannen Sie sich, Lieutenant. Wenn es jemals Grund für Champagner gab. Natürlich. Die Initiative ist endlich wieder auf Kurs. Professor Herrick, richtig?
Was Sie mit diesem Reliktgewölbe erreicht haben, ist beispiellos, Pathfinder. Unfassbar. Wir werden neue wissenschaftliche Talente aufwecken und alle Geheimnisse lüften. Die gesamte Nexus wird davon profitieren. Wir mussten harte Schläge einstecken. Aber dieser Erfolg beweist, dass wir immer wieder aufstehen. Immer. Und? Worauf warten Sie noch? Da draußen wartet eine neue Welt. Danke, Ryder. Gern geschehen. Null Problemo. Alles klaro. So. Dann wollen wir mal hier einen kurzen Cut machen, denn die Folge ist wieder überall lang. Ich hätte, bevor wir landen müssen, eigentlich einen Cut setzen sollen für die nächste Folge. Aber egal. Haben wir halt ein bisschen längere Folge, ein paar Minuten länger. Das ist aber auch nicht so schlimm. Und würde mich wahrscheinlich freuen. Manche von euch, manche auch nicht. So, Leute, ich würde es auf jeden Fall sagen. Lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da und auch ein nettes kleines Kommentar. Da würde ich mich immer mega drüber freuen. Ich rate mal wieder meinen Text runter und das ist auch ziemlich schnell. Da habe ich mich schon angewöhnt, das alles ein bisschen schneller zu halten, damit das Ganze nicht so extrem lang gezogen wird. So, Ryan sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. Thinking I can see through this, see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. Das wird nicht unsere Heimat. Ich bin dazu bestimmt, das Unbekannte zu erforschen. Wir sind diese Kerle. Wir suchen, wie wir. Und schaffen Sie sie ins Shuttle! Gut gemacht! I'm only human after all. I'm only human. I'm only human after all, don't put the blame on me.